Quell von der Vermittag auch jeder ein ganz von Herzen willkommen heuten. Freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, taub den Herrn zu loben und auch im Geistlichen uns frisch durch sein Wort zu erbühen, dass wir von ganzem Herzen auch die Werke immer wieder und immer selbst Tag für Tag von unser Leben arm von Herzen deinen können. Ich heute jeden ein von willkommen und möchte mich auch kurz bei der Gelegenheit auch bejüngt aus Eltern und so wieder bedanken, die für uns gebetet haben. Wir werden ja dieses Werk von Donnerstag, bald gestern, nur Mittag mit der Jugend hinweisen, aber ein Kampament oder Jugendfreizeit. Ich glaube, ich kann für, von allen Jugendlichen sein, dass Gott uns gesegnet hat und auch mir persönlich. Ich muss ehrlich sein, ich habe der Jugend noch überhaupt nicht gesagt, aber vor der Jugendfreizeit hat mir das Ganze ein bisschen schwer geluten. Ich kann mir das nicht messen verstellen von der Zeit, wo das noch alle wird wollen, dort alle Reute kriegen und so geht noch so viel anderes an. Und über willst du die Jugend wollen noch Freizeit fahren, dann habe ich so mechanisch gesagt, jo, wir wollen das tun. Aber aus nie der vorbei sein, kann ich sein, ich sie selbst auch gesegnet worden, erbüht worden durch die Zeit. Und ich habe dort nicht bereut. So, danke auch für all die Gebete. Meine Frau ist von der leider ein bisschen krank geworden, gestern nur Mittag irgendwie, so deswegen ist sie von der nicht hier. Wollen wir aber im Namen Jesu diese Stunde auch mit einem gemeinsamen Lied anfangen? Lied Nummer 310. Wollen wir bitte anfangen, Lied Nummer 310. An Jesu Hand lässt sich so herrlich gehen. Wollen wir das Lied singen und so ist gewöhnlich, dort wird Gelegenheit für ein freiwilliges Opfer sein. Lied Nummer 310, bitte. An Jesu Hand lässt sich so herrlich gehen, denn sie mein lautes Flehen, drum habe Mut. Ja, an Jesu Hand, da geht es immer gut. Ja, an Jesu Hand geht's gut, da geht es gut. Sicher leitet sie ihn nieder, führet uns so ewigen Frieden. Ja, Jesu Hand geht es gut. Lass nie dein Herz aus seiner Nähe weichen, sonst voll die Nacht. Blick stets empor zu seinen Kreuzeszeichen, raus seiner Macht.
kurz ein paar Bekanntmachungen und nun dem wollen die Kinder weiter noch fern kommen. Erstens dort von der Uhr wird keine Jugendstunde sein, weil es Glock 7 ist von der Uhr, es war dort Programm im Centro Guia de Paz. Wer von Jünn Freidigkeit hat, auch mit zu fahren, oder wer vielleicht dort mitteilen möchte, ein Zeugnis oder so, da ist einmal Gelegenheit fair. Und wollen wir auch besonders beten, dort Gott auch diesen Uven von der Wut war segnen, dass von der zu Glock 7 des Uves. In dieser nie Werk, nie so als gewöhnlich, 7:30 Mittwochs war hier unsere Gebetsstunde, Freitag der 11 Stunden und Sonntag auch hier ganz normal vermehrt der Gottesdienst. Kommenden Sonntag, nur Mittag, fängt dort eigentlich mit dem mit diesem Missionseinsatz oder Bibeln übteilen, ich weiß nicht, wo ich dort nennen soll, in der Kolonie Riva Palacio geht dort an. Und von uns fahren ja auch einige haben all angegeben, wer vielleicht sich noch über dem einig geworden ist, auch du mit halten will, mit fahren will, du wird noch Gelegenheit sein. Dort ist ungefähr so geblieben, dort sind auch nur mehrere. Wurden wir dann bei den Breitschas fahren, durch die Breitscha 5, wie der Zeug, da wird eine ganze Herde Menschen taub kommen, da wird dann alles verteilt worden, dort die Bibeln, dort Material, was zu mitteilen ist, die DARPA sollen verteilt worden, und dann wird da noch ein Kleinbetten Gemeinschaft sein, ein Unrecht, eine Einleitung, und dann von Montagsmorgens, ich denke, die hupen das vielleicht bei Dienstagsuves mit alle Fertige, was dann durch sein soll, dann alle DARPA befohren sein. So, dort ist eine große Abruf, lud uns besonders auch beten, dass da wurden viele offene Dären sein. Dass da nicht irgendwie wird dem Feind dort gelingen, dort nichts zu merken oder dort zu verhindern, sondern dort doch möglichst viele Menschen wurden können, dort Evangelium hier in einem kalten Gespräch, wenn die Menschen da auf den Hof kommen, dort kann manch einem eine Halb sein, dass sie wollen, dass ich dort irgendwie nur Jesus den Weg finden. Wollen wir für die Menschen, für die Kolonie besonders beten. Was soweit die Bekanntmerkungen und nun wollen die Sonntagsschaukinder nur fernkommen. Bitte. Thank you.
Vielen Dank, Kinder. Habt ihr sehr gut gemacht. Wir wollen nun vor dem Gebet unsere Bibeln abschließen zu 1. Mose Kapitel 5. Und im gewissen Sinne wollen wir von der und bitte eine Fortsetzung merken. Von dort, wo wir erst all bei der Einleitung in der ersten Stunde von der gehört haben. Dort passt sehr fein taub. 1. Mose Kapitel 5. Wollen wir einmal die Versen 1 bis 5 durchlesen und dann noch Vers 21 bis 24 in dem selben Kapitel. 1. Mose, Vers 5 und Vers 1. Dit ist das Buch von Adam seine Nukom. Aus Gott dem Menschen mjuk, mjuk hei dei so aus Gott wir. Hei mjuk Mannsmensch und Frühmensch und jäuf an ein Sehen. Aus hei dei gemerkt hat, nannt hei an Menschen. Aus Adam, 130 Jahre alt wir, hat hei einen Sehen, der so wir aus Adam selbst, und hei nannt am Seth. Also bloß zum Klarmerken, dort ist nicht der erste Sehen, sondern wenigstens der dritte Sehen, all was Adam hat. Die erste wären ja Kain und Abel. Vers 4. Nur dem dort Seth geboren wir, lebt Adam noch 800 Jahre und er hat noch andere Kinder. Ich will hier auch einmal kurz stehen bleiben. Wir hatten ja letzten Sonntag den Timer von Kain. Und wo er nur dem er sich versündigt hat und dann von Gott wach ging, dort hat er dann noch eine große Familie hat und viele Kinder. Und dort ist bestimmt all bei jedem einen Mal die Frau dann abgekommen, von wo hat kein eine Frühe kriegt? Wir lesen doch, dass Gott bloß Adam und Eva geschaffen hat. Von wo hat er eine Frühe? Von wo kann er so eine große Familie noch haben? Und hier ist die Antwort. Wir lesen so, noch einmal Vers 4. Nur dem, dort seht geboren wir, lebt Adam noch 800 Jahre und er hat noch andere Kinder. Viele von denen, wie er selbst den Numen nicht kennen, die hier nicht abgeschrieben sind, aber er hat noch eine ganze Reihe andere Kinder. Damals lebten die Menschen ja noch viel länger, 800 Jahre. Da können wir uns vorstellen, dass da eine ganze Reihe Kinder vielleicht noch geboren werden. Und die ersten Jahre, wie der Mensch aus Gott angeschaffen hat, wie er so gesund, so gut, kann ich sagen, so vollkommen, dass auch die ganze Information Genetiker, dass wir alles noch so korrekt, so gesund, dass die erste Zeit nicht ein Trubel wir, wann in der Freundschaft auch sich Menschen befriedet haben. Und im Gottes Wort lesen wir erstmal viel Luther im Gesetz Moses, dort du mal das Gesetz nennt heim, dort sich nicht und ihr Geschwistermeier und so wieder Menschen sich sollen befrieden. Die erste Zeit wir dort nicht schlimm, da wir keine Krankheiten, keine Troubles zu wegen und so wieder. Bloß dass wir dort einmal vielleicht klar haben, wann uns jemand das mal eine Frau stellt. Von wo hat kein eine Sester und sein, oh, hast du nicht 1. Mose 5, Vers 4 gelesen? Und dann können wir am Vertalen, wo dort steht. Lesen wir wieder, noch Vers 5. Adam starb bieten Ella von 930 Jahren. Und nun gehen wir nur Vers 21 und lesen du wieder. Aus Henoch, 65 Jahre alt wir, hat er einen Sehn mit Huschelach. Nur dem dort Methuselah geboren wir, hat Henoch noch 300 Jahre, und da er mit Gott ging. Henoch hat noch andere Kinder. Alles taub lebt Henoch 365 Jahre. Henoch lebt in Gemeinschaft mit Gott, und dann verschwung er. Gott hat ihn wahrgenommen. Was so weit für nie, das Wort Gottes, wir sein von diesem Mann Henoch, wird ein Nu kommen, dann von wir, von den Kindern von Adam und so wieder. Dass dieser Mann irgendwie ganz anders wie als erste Menschen Jahre tiet. Oder als viele andere Menschen Jahre tiet. Und wir wollen von der auch Luther Meier, von diesem Gottesmann Henoch, Meier in Gott sein Wort lehren. Aber auch wir wieder gehen, weil wir noch taub um Gottes Segen beten. Ich würde freuen, dass wir alle taub abstehen, wo das möglich ist und dort jemand uns wird im Gebet leiten. Bitte.
Amen. Dankeschön. Wir teilen uns weiter. Saaten, der Chor wird nie noch ein Lied singen. Lud uns weiter unsere Bibel nehmen und träge uns zu 1. Mose 5, das Kapitel, von dem wir gerade gelesen haben.
Und ich will dit mal bloß noch einmal Vers 21, bad Vers 24 lesen. Und du hast eine kleine Abrufe mit bi. Jeder eine soll bitte abposten und sein, wohne wird oder welche Aussage zweimal fertig haben. Was hier in diesen Versen, was wir nie lesen wollen, irgendwas wiederholt sich durch. Was ist das? Wollen wir dort anfangen? 1. Mose 4, Vers 21, Bad 24. Als Henoch 65 Jahre alt war, hat er einen Sohn, Methuselah. Nachdem dort Methuselah geboren war, hat Henoch noch 300 Jahre in Deihei mit Gott ging. Henoch hat noch andere Kinder. Alles taub lebt Henoch 365 Jahre. Henoch lebt in Gemeinschaft mit Gott und dann verschwunk er. Gott hat ihn wahrgenommen. Was so weit. Und ich weiß nicht, es hat einer all gefunden, was ich durch, was sich jetzt zweimal wiederholt. Um das klarer zu sein, wird man das meistens einmal in der Hochdeutschen Bibel lesen, weil es durch, ich das Wort wirklich, der wird zweimal fair. Im Plattdeutschen ist dort ein bisschen verschieden übersät worden. Aber vielleicht hat jemand dort von Jünd im Hochdeutschen all gelesen. Hat jemand könnt anfangen, was ich meine, was hier zweimal in dieser Versen erwähnt worden ist. Er lebt in Gemeinschaft mit Gott. Er lebte mit Gott. Krieg, ein Leben mit Gott. Hier hat er einmal in Vers 21, dort hat er mit Gott, in Vers 22, Henoch, dort hat er mit Gott ging. Und in Vers 24, er lebt in Gemeinschaft mit Gott. Aber eigentlich ist hier, das ist bloß verschieden übersät worden im Plattdeutschen, aber eigentlich ist der selbe Gedanke hier. Dort zweimal wird gesagt, dort Henoch ein Leben mit Gott führt. Wie kann du all kurz Rüt nehmen und verstehen, dass ein Christsein weit mehr ist, als sich sein Akami bekehrt. Ein Christenleben schlägt viel mehr als dort ein. Dort ist nicht bloß eine Entscheidung, was wir mal gemerkt haben, Jesus nur zu folgen und dort wir unser Leben geändert haben. Ein Christ ist nicht bloß, wenn da jemand sagt, er kann mich taufen luten oder irgend so etwas, sondern ein Christ ist ein Mensch, was da in Gemeinschaft mit Gott lebt. Nicht bloß am Anfang gemerkt, sondern was da das Leben, der ich wieder in Gemeinschaft mit Gott lebt. Wenn du einem Menschen begegnest, was von sich sagt, hey, er ist ein Christ, aber du kannst den Menschen, du schaffst mit ihm vielleicht taub oder kannst am Gott, und du sperrst du nicht, dass dieser Mensch in Gemeinschaft mit Gott lebt, können wir dann noch sagen, dieser Mensch ist ein Christ? Ich meine, mit dem Wort Gottes stimmt dann Wort nicht, passt dann Wort nicht taub. Ein Mensch, was da sagt, dass er ein Christ ist, der muss auch ein Leben mit Gott führen. Das regt nicht bloß taub, dass wir sagen, wir haben guten Anfang gemerkt. Gottes Wort sagt, das Ende wird gekrönt. Und wir müssen auch die Zeit hindurch mit Gott leben. Also Tag für Tag in Gemeinschaft mit Gott leben. Das ist ein Christenleben. Alles andere, ich weiß nicht, wo man dort kann nennen. Vielleicht ein Fair geben. Einer tät sich so. Oder ich weiß nicht. Aber wirklich ein Christenleben ist einer, der Tag für Tag in Gemeinschaft mit Gott lebt. Das können wir hier von Henoch all kurz lernen. Wenn wir wollen Titan und das ganze Kapitel 5 im ersten Buch Mose hier wollen durchlesen, würden wir sagen, dass hier eigentlich ein bisschen aus dem Geschlechtsregister gegeben ist, der von der Nukum, von Adam. Und da sind viele Numes, von denen wir nicht viel was wollten. Und dort, wenn man die Farschen hier, sagen wir mal, von Farsch saß, wieder liest, dort sperrt sich meistens ein bisschen so, als wenn du irgendwo ein Verzeichnis wird vergelesen, vielleicht Anfang Jahr, wer das Jahr in der Kolonie alles gestorben ist und wo viele geboren sind und so wieder. Und vielleicht können wir uns dort ein bisschen so vorstellen, als wenn du einen Lebenslauf bei einem Begräbnis wird vergelesen. Und ich will mal uns bloß ein paar Beispiele geben. Wo
so ein Lebenslauf dann wurde geluten hat. Wir lesen zum Beispiel in Vers 8. So wird Seth 912 Jahre alt, als er starb. Er wird so und so alt und dann starb er. Gewöhnlich hielt jeder Lebenslauf so steht mit dieser Wirt ab. Dann und dann ist er gestorben. Vielleicht wird noch gesagt, er hat so und so viel Kinder, so und so viel Enkelkinder und so wieder. Gun war wieder, nun fahrst auf. Da lesen wir, Enosch starb, als er 905 Jahre alt war. Meist kriegst du alt geworden, als seht, 905 Jahre. Das ist interessant. Wie gesagt, Janne Tiet, dass die Menschen so lange gelebt haben und im Körper hatten, wo du so lange gesund bleiben, das können wir uns von der nicht verstehen. Wenn du 100 Jahre alt ist, dann wir all, wer weit wird, sind wir all glauben, das ist all ganz was Besonderes. Aber dann eben 900 Jahre alt und dann noch gesund bleiben. Lesen wir wieder, Vers 14. Kenan starb, als er 910 Jahre alt war. War er? Meist gleich das als er älter. Und das ist eigentlich alles, was wir von Kenan wollten. Klar, er ist dann geboren, sein Vater wird da und da. Dann lebt er 910 Jahre und dann starb er. Lesen wir Vers 17. Mahalalel starb, als er 895 Jahre alt war. Was können wir selbst noch von Mahalalel sein? Eigentlich nicht. Dann ist er geboren, so und so viele Jahre hat er gelebt und dann starb er. Und dann lesen wir über mal in Vers 24 mit einem anderen Lebenslauf, Verzeichnis oder wo man dort sagt, der Plottisch. Das ist ungewöhnlich, das hat ein bisschen anderes Model. Das hielt sich nicht so, er lebt so und so viele Jahre und dann starb er, sondern wir lesen durch ein Kleinbett, was anderes. Von Henoch lesen wir hier Vers 24. Henoch lebt in Gemeinschaft mit Gott und dann verschwunden er. Wirst du mal auf so ein Begräbnis all gewasst? Dass die Menschen sagen, heißt so und so viele Jahre hat er gelebt und dann ist er einfach verschwunden. Denn wie er war, bestimmt keiner von uns. Weiß jemand, wo viele Menschen wir in der Bibel lesen, was du, sag ich mal so, gen Himmel genommen worden sind oder gefahren sind, ohne dass sie mussten einen gewöhnlichen Tod sterben? Können wir, bitte? Zwei, okay, der erste wie Henoch, wer wie der zweite? Elia, genau, Elia. Der zweite Elia ist auch hervor, wir lesen da so aus, mit einem Wehr und hat Gott am gen Himmel genommen. Und Elisa, sein Prophetenschüler, der wird mit Bieder, hat alles gesehen, was da passiert. Gut. Wird er noch selbst wer oder sind dort bloß die zwei? Jesus, Dankeschön. Im Neuen Testament, Jesus, das wird der dritte, was Jesus wird dann gen Himmel fuhr und der Jünger der Stunde durch und haben bloß Tau gesehen, wo Jesus dort gen Himmel gefahren ist. Dankeschön. Aber Henoch, wenn wir diese drei so ab eine Listwahl nehmen, wir Henoch der erste von den drei. Aber sein Lebensverzeichnis oder sein Lebenslauf ist ganz anders. Wir sagen, von einem wird nicht bloß gesagt, er lebt 365 Jahre und dann starb er, sondern das hört sich ganz anders. Du hast viel mehr Informationen gegeben. Ich weiß nicht, was wirst du gleichen, wenn du auch einmal wirst begraben worden? Was soll ab deinem Begräbnis dann gesagt worden? Roland lebt, wird einmal 65 Jahre und dann starb er. Oder was soll von deinem Leben noch gesagt worden alles? Haben wir uns so eben mal Gedanken gemerkt? Was wollen wir hin ja luten? Was sollen die Menschen von unser Leben Luther noch sein? Ich wünsche, dass irgend so etwas, was wir hier von Henoch gelesen haben, auch von unser Leben kommt, einmal gesagt worden. Dass dieser Mann, dieser Bruder, dieser Schwester, der lebt in Gemeinschaft mit Gott. Das sein Leben oder er Leben, das wir ein großer Segen.
In Hebräer, Kapitel 11 im Neuen Testament, lesen wir eigentlich auch von diesem Gottesmann, Henoch, von diesem besonderen Mann. Hebräer 11, ich will hier Vers 5 lesen. Und wieder, durch den Glauben ward Henoch von der Erde wahrgenommen, dass er nicht den Tod sah, und er ward nicht mehr gefangen, weil es Gott arm wahrgenommen hat, und er wahrgenommen. Ihr euch wahrgenommen wird, hat er dort Zeichnis, dass Gott arm und arm gefallen hat. Ist das nicht schön? Wenn wir so ein Zeichnis haben am Ende von unserem Leben, dass wir Gott gefallen haben, dass Gott sich über unser Leben gefreut hat, ein besserer Lebenslauf würde ich keinem wünschen können. Das ist viel wichtiger, als wenn wir sagen können, er hat so und so viele Kinder und so viele Enkelkinder und so viele Urenkelkinder und er hat so und so viel Gerätschaft und so viele 1000 Hektar Land. Wo viel Wert hat all das andere, wenn ein Mensch ihr Staud ist? Aber wenn von einem Menschen gesagt kann worden, er hat das Zeichnis, dass er Gott gefallen hat, was bessere Zeichnis kannst du dir noch wünschen? Das ist, was wir von Henoch kann lesen. Vielleicht kommt bei uns die Frau ab, wo können wir zu so einem Leben kommen? Was hat Henoch hier nun dort von Arm kann wie ein Begrafnis, oder hört ihr kein Begrafnis wirklich, du wirst kein Körper durch, aber was die Menschen dann hinheran gesagt haben, dort hat ein Leben geführt, auf was Gott gefallen hat. Dort erst bloß möglich, natürlich, durch den Glauben. Und wir lesen dort auch in Hebräer auf, wenn wir den nächsten Vers lesen, von dem, was ihr erst gelesen habt, Vers saß, über ohne Glauben erst dort unmöglich, Gott zu gefallen, wer nur Gott kommen will, mit Glauben, dort heu erst und dort heu dei belohnt, dei arm ernstlich segnen. Seht, wenn wir Gott ernstlich segnen und glauben, dann kann unser Leben ein Unterscheid bilden, ein anderes Leben sein, als was vielleicht so durchschnittlich hier ein Mensch ab Erden lebt. Leben, Henoch vierten Leben mit Gott. Warum wir Henoch so anders? Weil wir uns nur ein bisschen über Gedanken merken. Wie gesagt, als wir die Liste über gelesen haben, und alle anderen Begrafnis, du hast nicht viel Information. Der lebt so und so viel Kinder vielleicht hat er, oder lebt so und so lang und dann starb er. Und warum wir Henoch hier eine Ausnahme? Warum wäre er eine Ausnahme? Warum wäre er anders? Und von wo hat er das Verlangen überhaupt Gott zu dein? Er läuft, dort ist hier nicht kreisestet abgeschrieben, aber wenn wir alle Jahrestool mal Haupthalen und Eva regnen, dann wurden wir ütfingen, dort aus Henoch geboren wir, aus Henoch groß geworden wir, dort zu der Zeit Adam noch am Leben wir. Adam wir noch nicht gestorben, weil wenn wir die Geburtsjahren so alle Haupthalen, dann wollen wir feststellen, dort zu der Zeit aus Henoch geboren wir Adam auch noch abeiert. Und wir können uns feststellen, so stahl ich mir dort fährt, dort Henoch vielleicht gern die Gemeinschaft mit Adam irgendwo gesägt hat und du hand ihm und mit ihm verteilt. Und dort soll sich Taubdul gesagt haben, Terare vielleicht reut gemerkt haben, dann hat er gesagt, kannst du mich mal verteilen? Noch einmal, ich will das noch einmal horchen. Wo wir dort der Anfang gewesen? Kannst du mir die Geschichte noch einmal verteilen? Und dann wird Adam vielleicht angefangen haben, weil du so und so wir dort und der erste Titel im Paradies. Jung, er kann dir das nicht beschreiben, wo Gott dort wir, wo scheint dort wir, was für ein Segen dort wir. Jeden Tag, Uwes, als er so ein bisschen heiler geworden ist, dann kam Gott und wir hatten so eine feine Gemeinschaft. Jeden Tag hatten wir Gemeinschaft mit Gott. Und dort wir so unaussprechlich, solch ein grauter Segen, so schein wir was. Und dann einen Tag, naja, dann kam dort, was ich dir verteilt habe, dort ist mir so schut, so schut.
oder wie die Schlange du so, und so hast sie meine Früh verfeiert. Und dann, ich wie auch so ein Schussel, hat nie abgepasst und hat auch bloß die Sünde ja gesagt. Und dann kam das große Elend über diese Erde, die große Not. Sie mussten in dem Garten rüht. Gott hat so zwei Engel so vorgestellt, dass wir das konnten nicht haben. Und wo schuld es mir dort? Warum haben wir dort bloß getan? Warum haben wir nicht Gott gehorcht? Die Schlange hat uns eingebildet, dort wird uns so viel besser gehen. Wir wollen so viel klicker werden, wir wollen auch so aus Gott sein, aber wir sind angeschmiert. Dort ist Krieg anders, als was sie uns verteilt. Dort ist nicht so viel schwerer. Ich wünsche, das war das Leben, was wir dann hatten. Aber, und so wurde bestimmt gern diese Geschichten gehorcht haben. Und vielleicht habt ihr doch kurz verstanden, guck mal, Adam, jeden Tag hat er Gemeinschaft mit Gott. Oder Adam und Eva taub mit Gott. Vielleicht wurde er noch, als er dann dessen Uwen nur hieß ging, und vielleicht als ich schlupen geleicht hat, nicht konnte einschlupen, und einmal war er daran gedacht, Gott, und vielleicht gebetet an Gott, ich will auch so ein Leben führen. Ich will auch diese Gemeinschaft versperren, wo dann mein Ur, wo einmal dort dann wir, Grautfuder Adam, wo er dort dann belebt hat. Dort hat er davon vielleicht geträumt, dort hat er so ein Verlangen. Und dort hat er irgendwie wird sich klar gemerkt haben, dass das überhaupt eigentlich das ganze Ziel vom Leben ist. Dass wir wollen in Gemeinschaft mit Gott leben. Dass das nicht das Ziel ist, dass wir hier, sei er vielleicht, sei er rück geworden, sei er weit kommen im Irdischen und dit und jant, auch wenn dort auch alles seinen Platz hat. Aber das Hauptziel von unserem Leben ist eigentlich, Gott will Gemeinschaft mit uns haben. Das wir, worum Gott uns überhaupt Menschen geschaffen hat, will es heute mit ihren Gemeinschaft haben will und wo der Sinn dieser Gemeinschaft durchgeschnitten hat, getrennt hat und wo Gott eigentlich, wo arm dort jankert, diese Gemeinschaft mit dem Menschen war zu haben und der Mensch, wann er wird ehrlich sein, deib im Hort irgendwo, es kriegt das Verlangen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Bloß hat es vielleicht mit so vielen Sachen teugeschert oder meist nicht mehr zu sperren ist oder zu hören ist, dass du noch so ein Verlangen hast. Aber ich stelle mir so fair, dass er noch ein Verlangen hat, mehr von Gott zu hören. Mehr besser Gott kennenzulernen. Und weißt du, eigentlich kann ich sagen, wo weit wir im geistlichen Leben kommen, jeder eine von uns, weißt du, von was dort abhängig wird sein? Wo sei er wie ein Verlangen haben, Gott kennenzulernen? So einfach ist das, das ist nicht kompliziert. Wenn du nicht ein großes Verlangen hast, Gott kennenzulernen, mehr von seinem Wort kennenzulernen, dann kann man auch ungefähr sein, wo leicht dein christliches Leben wird sein. Wenn du aber einer erst lutert, ein junger Mensch sein von der Jugend oder jemand befried oder all älter, aber wenn du ein Mensch erst, wo du verlangenhaft mehr Gott besser kennenzulernen, dieser Mensch wird im Glauben ein starker, großer Mensch sein, ein Glaubensmensch, wo du kann andere Menschen zum Segen sein. Ein Mensch wird ein Verlangen haft, wird ein Leben mit Gott zu führen. Für den wollen auch die alldeutschen Abgaben oder Sachen am Dach, die wird er proben mit Gott zu tun. Wenn er einen Koffel Wut einem Menschen geben, das wird er mit Gott tun. Dort Jesus Luther von dem Menschen sagt, dort ist dieser eine Koffel Wut, wird arm, nicht anbelohnt blieben. Weil er hat dort irgendwie in Verbindung mit Gott gedun, mit einem Gebet, dass Gott diesen Menschen wird segnen. Und wo immer er ist, wo immer er schafft, er braucht alles immer mit Gebet, mit Gemeinschaft mit Gott zu tun. Das sperrt sich so ab aller seine Arbeit lichten Segen. Ein Mensch wäre nicht diese Gemeinschaft mit Gott so gleich oder nicht so sei er wahr. Der wird sagen, warum soll ich andere Menschen was geben? Haben die nicht all genug oder? Und er lebt bloß sein eigenes Leben, hat seinen eigenen Plan, seine eigenen Ideen, kümmert sich nicht wirklich um Gott. Klaro, einmal den Tag oder vielleicht einmal den Weg,
dort auch ein Kapitel durchlesen, so, dort, um das Gewissenbett zu beruhigen. Aber eigentlich hafte sein eigenes Leben, seine eigenen Pläne. Ich stelle mir vor, dort noch wird selbst auch. So als er das von Adam gehört hat, dort hat er selbsthaft angefangen, so Gemeinschaft mit Gott zu haben, Tag für Tag. Dort hat er gierenhaft viel Zeit mit Gott verbracht, zugebracht. Wo kannst du eine gute Gemeinschaft mit jemandem haben, wen du nicht kennst? Ist das möglich? Sagen wir, wenn du einen ganz fremden Menschen wo begegnest, wo du überhaupt nicht kennst, und dort du kannst mit einem stundenlang sitzen und eine schöne, gute Spazier haben. Ist das möglich? Vielleicht, dort kann sich so ein Treffen, wenn beide Gieren vertalen, dann kann das dann ist das möglich. Aber allgemein würde ich sagen, wo lang kannst du mit einem Fremden über was vertalen? Ja, wo schien das von dir auch gut? Und ja, hast du auch eine gute Arndt? Ja, wir hatten auch eine gute Arndt. Und ja, du hast dort allweil Regen gegeben. Ja, hast einen feinen Regen gegeben. Und so, na ja, was hast du geackert, dort und dort? Und na ja, ja, was für einen Traktor hast du? Und dann ist die Spazier bald vor dich. Was wirst du dann noch sein mit einem fremden Menschen? Aber wenn du mit jemandem taub bist, den du gut kennst, sagen wir, vielleicht wirst du auch lang war ich von deinen Eltern, von Thuis, und nun kommst du endlich mal wieder besegen, und wo lang, ich kann stundenlang am Tisch sitzen, und bald in der Nacht, wo nicht mal einwohnen, das ist so Glock ein, und du vertalen und vertalen, und wird einer belegt, du hast so viel, das sperrt sich so, als wenn überhaupt die Zeit bloß verflogen ist. Aber seht, der Unterschied ist, mit dem einen ist es so schwer, irgendwie was zu spazieren, einer weit meist nicht, was er soll sein, mit dem anderen hat einer so viel zu verteilen, dass der Tiet bloß nicht taurig. Was ist der Unterschied? Den einen kennst du Gott, den anderen einen gleich zu Gott, den anderen, der ist die fremd oder jankert vielleicht nicht so viel Gemeinschaft zu haben, dann hat man bald utgenubert. Ist das nicht mit Gott gerade so? Wenn du Gott wirklich kennst und gier mit einem taub bist, dann wirst du viel mit einem zu verteilen haben. Verstehst du nie, warum einige Menschen Trouble haben, länger als 3 Minuten zu beten? Die können das nicht verstehen. Wo kann einer noch länger als 3 oder sagen wir mal 5 Minuten beten? Was soll einer noch sein? Er hat doch für alles gedankt und auch alle meine Frauen all Gott gestalt. Gefragt, dass er mich segnen, dass ich wird ricker werden, dass ich wird beter gehen, dass ich wird gesund sein. Was soll ich Gott dann noch sein? Seht, wenn wir Gott aber wirklich kennen, dann wollen wir manchmal nicht mal ein, dass wir alle eine Stunde mit einem Gerät haben im Gebet. So eine schöne Gemeinschaft haben, dass uns sperrt, wo? Nie erst alle eine Stunde vorbei, dass wir aber so gesegnet, dass wir so eine Stärke für mein Leben. Also, das ist der Unterschied. Aber Henoch, er lebt in Gemeinschaft mit Gott. Arm wird dort nicht so viel, sich die Zeit zu nehmen. Der andere, seine Brüder, seine Eltern vielleicht, oder seine, der andere, du Raum, sperrt sich so, jeder lebt bloß sein Leben so, Han. Nicht wirklich Zeit für Gott, aber er wird anders. Er nimmt sich Zeit, er hat gern Zeit zugebracht mit Gott. Wie kennt das auch? Sein Wort. Das Gebet. Daran kann man eigentlich, kann jeder selbst sein eigenes christliches Leben mitmeten. Und wo wird es dort? Wo leicht, wo gieren, da ich Zeit mit Gott tau bringen. Ein Leben der Gemeinschaft mit Gott. Henoch hat bestimmt, wir lesen hier in Vers 21, entschuldigt, Vers 21, aus Henoch 65 Jahre alt wir, hat er einen Sohn Methuselah. Nur dem dort Methuselah geboren wir, hat Henoch noch 300 Jahre
und in dei heu mit Gott ging. Wir sein dort hier in sein Leben irgendwo fallen wir, was sein Leben verändert hat. Wir lesen aus Henoch 65 Jahre alt, wir bat fi bat zu seinem 65. Jahr, lesen wir nicht, dort hei unbedingt ein Leben in Gemeinschaft mit Gott geführt hat. Aber aus dann hei 65 Jahre alt geboren wir, aus hei dann, aus sin Jung dann geboren wir, Methuselah. Und übrigens, Methuselah, sin sehen wir, dei Jung, dei Mensch, was dort längste überhebst auf dieser Welt gelebt hat. Und dit Jahr, aus Methuselah dann starb, wollt jemand, was dann passiert? Wir? Ab der Welt? Ja, nicht hiet? Dann scheint die Sintflut. Und einige Evasaten den Numen Methuselah, so aus dann mit der Evasaten, und ja, verschiedene Evasaten, aber ein Wort ich gelesen hatte, sein, wann dei wird sterben, dann wird sei kommen. Wann hei storft, dann kämt sei. Und vielleicht hat Gott am irgendwie eine Offenbarung gegeben, dort durch würden gerecht kommen. Und wann den Jungen wird sterben, dann wird sie kommen, da wird diese große Sintflut kommen. Ich weiß nicht, Kreik, dort wird uns nicht gesagt, aber eins wollten wir, aus heu 65 Jahre alt wir und dann sind jung geboren wir, dort sein Leben irgendwie eine Veränderung hat. Du wie irgendwas passiert, dort hat in sein Leben, hei es irgendwie. Was dann sperrt sich so auf der Krieg, so gelebt, dass alle anderen ja nicht hier lebten. Aber als er bei diesem Punkt in sein Leben kam, dann hat sein Leben geändert. Er hat vielleicht sich klar gemerkt, von nie wieder will ich Gott wirklich kennenlernen. Von nie wieder will ich wirklich in Gemeinschaft mit Gott leben. Ich will wirklich ein Leben mit Gott führen. Und Luther lesen wir, fast freund, wenn ich nur dem Methuselah geboren wäre, hat er noch 300 Jahre in dei heu mit Gott gelebt hat oder mit Gott ging. Seht, diese 300 Jahre, das wären die besten Jahre von seinem Leben. So stelle ich mir vor, wird vielleicht beschut haben, dass er dort nicht all euer, diese Veränderung in seinem Leben passiert wird. Aber nun im 65. Jahr, dann wird dort ganz anders. Also, er hat ein Leben, führt ein Leben in Gemeinschaft mit Gott. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 5, da lesen wir, von Menschen, von einem besonderen Menschen, von einer Gruppe Menschen, sei jeden noch fair, gottesfürchtig zu sein. Aber glauben nicht an seine Kraft, von so einem Menschen blieb wach. Wann du Menschen sein, wollte fair jeden, Gott zu fürchten, aber nicht seine Kraft kann, oder kann ich sein, mit Henoch seine wird, nicht ein Leben mit Gott führen. Was sage ich Gottes Wort? Hier lesen wir von so einem Menschen, blieb wach. Also, du musst, willst, das kann dich auch Kraft bringen. Du musst sein, dass du im geistlichen Leben wiederkommst. Das kann nicht bloß sein, dass wir bloß Numen haben. Wir müssen in unserem Leben auch eine Kraft sein. Wir müssen in Gemeinschaft mit Gott leben. Johannes 5, Vers 30. Jesus sagt, ich kann aus mir selbst nichts tun. Ich reicht nur aus ich hier und mein Rechten es reicht, weil ich nicht meine eigene Wellen sehe, über dem Vater sehen will, dort der mir geschickt hat. Das ist ein Leben von einem Menschen, der in Gemeinschaft mit Gott lebt. Er sagt, er kann nicht mal meine eigenen Pläne, meine Agenda, sondern ich lebe nicht nur Gott sehen will. Er ist der Herr von meinem Leben, er wird bestimmen und ich will seinen Willen tun. Ich darf nicht mal selbst anfangen, sondern ich darf bloß, was dem Vater sehen will, der mir geschickt hat. Das will ich tun. Das ist, wann ein Leben in Gemeinschaft mit Gott ist. Also, dass es nicht bloß Numen hat, sondern dass es wirklich eine Kraft in deinem Leben ist. Dass es so, als was halt die ein gute Tier, nie ein Cellular, was aber nicht Batterie hat oder was die Batterie tot ist.
Ich meine, zum Schmackluten ist das fein. Du kannst auch andere Menschen vielleicht du mit anschmieren und begeistern, wo scheint das vielleicht erst, aber wirklich Kraft nützen haftet nicht. Das kriegt so viel Wert, als wenn du die wurschen ganz clean, alten, billigen Nokia-Scheiben für 150 Peso. Wenn die Batterie haft, ist noch mehr Wert als ein Pfund für diesen Dollar vielleicht, was du gekauft hast, was nicht Batterie haft. Wenn du irgendwo ab dem Stab der Reifen durchgespeckt hast, du kannst nicht wieder fahren, nur wo ein Pfund wirst du nehmen. Und den, was so Schmack ist, was so groß so dir wie, was so sehr blinkert noch, oder wirst du dann das nehmen, was Batterie haft, was eine Kraft haft. Also nicht bloß Büten einen Numen haben, sondern wo da wirklich eine Kraft im Leben ist. Und diese Kraft, die Battery Chargen, kennen wir mal bloß, wenn wir an Gott in Gemeinschaft mit Gott sind. Wenn wir dort eingeplagt sind, wenn wir von der Kraft qualen, dann können wir unsere Batteries abchargen. Dann wird das Wort verhalten. Dann ist das nützlich. Dann hält das Wort. Dann können wir auch in den Dach hineingehen und dann sind wir abgecharged. Wird das mal eine Idee sein? Will das jemand mal proben? Nächstes Mal, wenn du den Phone chargen machst. Wenn du vielleicht sagen wir, der wird ganz tot oder meist ganz tot und du darfst den einplagen. Und dann, da du dich mal besiegt, Handknien, und dann prob mal auch krieg so lang, deine Säule abchargen in der Gemeinschaft mit Gott. Wenigstens so lang, als dein Phone chargt. Was glaubst du, wo viel besser dann der Dach wird schaffen? Oder vielleicht eben der ganze Werk nur dem, wenn du so abgecharged bist. Aber mit der anderen wird, aber wenn du so durch die Weg gehst und du musst immer bloß klagen und klagen, wo schwach du im geistlichen Leben bist und wo immer, kann das sein, dass die Batterie zweimal länger, immer bloß für eine Minute einplagen, dann war der Rietrieten. Dann weißt du, war der Ängstchen unterwegs, als irgendwo Trubel, dann war der hastig im Bett einplagen, 2-3 Minuten, hat man groß 2% gecharged, war der den Kabel Rietrieten. Was für ein Leben ist das? Wo kannst du dann von Kraft, von einem Segen in dein Leben noch verteilen? Dort, wo viel wird dort einhauen? Wie Motten in Verbindung mit Gott leben. Lesen wir noch Matthäus 26, Vers 40. Und heute heim drehen nur seine Jünger und die wirn eingeschlupen. Und he seht zu Petrus, kann je nicht eine Stunde mit mir taub werken? Wo wir Jesus hier? Von wo ist er drehen gekommen? Was er diese Wirt hier sagt. Vom Spazieren, von Freiben oder von wo wir heute drehen kommen, als er mit seinen Jüngern hier redet. Wo wir hier waren, was hat er hier tun? Wollte jemand ohne den anderen Farschen zu lesen? Hast dich? Krag, hei wir im Gebet gewesen, im Garten Gethsemane. Heute kein Dreh vom Beten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Tau gebracht im Gebet. Und jetzt haben wir Tränen seine Jünger und die werden eingeschlagen. Der hat einen Kabel und war der Ried geredet. Jesus hat extra gesagt, ich kann mal abpassen, ich kann werken, ich kann mal einplagen, das mal auch abchargen. Ich gut, ich eine große, große Not, ich eine große Schwere in meinem Leben. Ich brauche keine Unterstützung. Ich brauche alle Unterstützung, was mir nie fehlt, sozusagen, mit meiner Wirt. Und sie haben Kabel rückgeredet, ich war der Hand gelacht, eingeschlagen. Dann sagt Jesus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir taub werken? Was wird sein, wenn Jesus wird von der jedem einem von uns begegnen? Und wann er wird die persönlich mal von der diese Frau stellen, die beim Namen nahen und sagen, hast du mal eine Stunde mit mir taub gebetet, gewerkt? Wollen wir dann das sein, Jan Jo? Oder wollen wir sagen, wo? Eine Stunde lang? Was meinst du? Wo kann einer noch länger beten als 10 Minuten? Aber Jesus stellt hier die Frau, kann je nicht eine Stunde mit mir taub werken? Kannst du nicht einmal eine Stunde lang mit mir Gemeinschaft haben? Seht, die Qualität unseres Gottdienens hängt ab von der Zeit, was wir mit Gott in Gemeinschaft verbringen. Also die Qualität und die Quantität, la Qualität y la Cantidad,
Beides ist wichtig. Wann wir ein Leben Gemeinschaft mit Gott bringen, brauchen wir beides. Kriegst du eine Eier, dort ist beides notwendig. Wenn du willst eine glückliche Eier haben, dann hier haben hier ein paar, mehrere Paar, wo du verlobt sind, pass da ja ab. Wenn du willst eine glückliche Eier haben, dann brauchst du beides. Du brauchst erstmal viel Zeit, Kommunikation, viel Zeit, gute Gemeinschaft. Das regt nicht, wenn du bloß das für 5 Minuten der Weg mit ihnen früh bloß mal spazieren. Dann wird dort nicht lang eine glückliche Eier geben. Zweitens aber, wann ihr taub seid und wann ihr viel Zeit verbringt, dann muss dort auch eine gute Qualität haben. Dann muss eine gute Kommunikation sein. Wir können dann nicht bloß einmal dann vom Wahre und von der Nurechten reden. Das ist der erste Staub von Kommunikation. Das muss viel deuper sein, eine viel innigere Gemeinschaft. Dort muss ein besseres Verhältnis haben. Kriegst du auch im geistlichen Leben. Beim Gott dienen, brauchen wir den Kandidat und auch den Kalidat. Je mehr du die Bibel wirst lesen, desto mehr wird sie dir wertvoll sein. Je mehr du wirst andere Menschen Zeichnis von Jesus verteilen, so viel mehr wirst du Frieden haben, bei anderen Zeichnis zu verteilen. Je mehr du Gott dienst, desto deuper, desto segensreicher wird dein Gottesdienst sein. Je mehr Zeit du im Gebet verbringst, umso mehr wirst du am kennenlernen. Also beides ist notwendig, um eine gute Gemeinschaft zu haben. Wo viel Zeit nimmst du dir den Tag für die Gemeinschaft mit Gott? Eigentlich würde es so sein, die Part der Zeit von jedem Tag, wo du die nimmst für die Gemeinschaft mit Gott, ich weiß nicht, wo viele Minuten das sind oder wo viele Stunden, aber was deine Zeit sind eigentlich die wichtigsten Momente von deinem Tag. Alles andere ist eigentlich Nebensache. Das Wichtigste, was vom Tag soll für uns sein, soll eigentlich sein, diese Gemeinschaft mit Gott, diese Zeit, was wir mit Gott verbracht haben. Ich habe die Geschichte all hier mal verteilt, ich meine nicht hier, vielleicht noch in dem anderen Gebiet, ich weiß nicht, wo viele die kennen. Aber du hast mal eine schwarzer Mann, also der eine ganz dunkle Hüte hat, ist zum Glauben gekommen, sie nun wir Bill, dort wir sie nun. Und er kam zum Glauben, er hat eine echte Bekehrung belebt, er deint mit Frieden Gott und er wird ganz wie ein Feuer für Gott brennt in Arm. Er will wirklich von Herzen Gott dein. Und er kam einmal zur Versammlung, er wird einmal bei der Gebetsstunde und er hat auch angefangen zu beten in der Gebetsstunde. Aber wenn einmal er in der Versammlung wird, wo einmal er dann gebetet hat, dann wird sein Gebet einmal: Herr, hier ist Bill. Amen. Naja, der Prediger wird arm gehalten, um Glauben zu kommen, der freut sich. Dann noch das heute Gebet schon kommt. Aber dann wir das erste Mal freut er sich sei, dass es dort gebetet hat. Dass er überhaupt gebetet hat, einmal über Leute in der Gebetsstunde. Aber dann die zweite, die nächste Gebetsstunde, einmal war das selbe Gebet, Herr, hier ist Bill. Dann wird das Gebet fertig. Amen. Irgendwann hat der Prediger sich angefangen, Sorgen zu merken, dass, wenn das Fan dort betet, aber das muss doch noch ein bisschen mehr sein. Dass, und so hat er geprobt, mit diesem Bild zu schaffen, hat am im Gold geprobt zu sein, guck mal, du kannst ja noch für andere Sachen beten und du kannst mir ja noch für das danken und da einfach frei zu Gott reden, so als wenn du dein Freund ist und er hat so und so, und über was immer der Prediger geprobt hat, diesem Leben, diesem Mann zu halten, sein Gebet hat sich nicht verändert. Wenn immer er in der Versammlung wie irgendwo auf der gebetet, Herr, hier ist Bill, hat so eine deutsche Stimme. Amen. Naja, aber der Prediger hat irgendwann abgegeben, er konnte bloß, er weit, der aus seinem Haus wie und so, er hat lange Zeit im Gebet verbracht. Bloß, wenn er manche Menschen wird, dann konnte er nicht länger beten, als bloß dieser wird. Und so, er konnte nicht mehr tun, aber er freut sich dort doch im Gebet. Er wusste aber so viel, Haus im Kämmerlein,
du führst wirklich ein nahes Leben mit Gott. Du hast Stunden im Gebet verbringen. Mit der Tiet hast du dich dazu Raum genommen, dass Bill ist krank geworden. Sei ernst krank, wie im Hospital, eine längere Tiet. Und der Prediger natürlich, er ging immer wahre durch Hahn. Und der Prediger, sie nun wie John. Er ging immer John besiegt am Amavare und braucht am Dur zu ermutigen, mit am Taub zu beten und Gemeinschaft zu haben. Und ein Tag, dann fuhr der Prediger John, war er nur im Hospital, weil am Ware besiegt, merkte der, ob kommt in die Stube rein, kickt. Die andere Männer, die Viren, die Baden sind noch durch, aber dem Bill, sein Bad ist ladig. Und der Prediger wird ein bisschen erschrocken und sagt, wo ist Bill? Was ist passiert? Und dann der andere Mann, der mit Armen in der Stube taub wird, und auf einmal fängt einer an und vertalt. Weißt du, sagt der Pastor, der Prediger, ich würde mal was vertalen. Dein Bill, das wird ein gottwohlgefälliger Mensch. Ich würde sein, weißt du, weil wir dort gestern zu Uwe oder was, aus dem Moment heim, wo Bill seine letzten Momente vor dem Sterben, aus er meist dem Sterben wir, er sagt, dort wir so, als wenn diese ganze Stufe ab einmal wie hier so ein Dach hat Licht. Dort wir so, als wenn diese ganze Stufe mit Engel gefällt wir. Und wir haben gehört, seine letzte Wirt noch, sein letztes Gebet, das haben wir von Besied gesehen, als heute dann gebetet hat, dass wir in seine letzte Wirt, dass wir ein Herr, hier ist Bill. Und dann ist er gestorben. Und das nie der Prediger John, diese Wirt, hier, dass wir am so, sein Hort fällt sich mit Freude, aber auch mit Trunen, und er voll durchgerutscht in der Krankenstube, durch ein Knäuel. Und dann will er anfangen, Gott zu loben und zu preisen. Für das Graute, wo Gott diesen Mann hat gesegnet und arm gebrucht, er will Gott die Ehre vergeben. Und er will anfangen und Gott preisen. Und er kriegt aber bloß diese Wirtrüte. Sein Gebet wird dann bloß, Herr, hier ist John. Und wieder kann er nicht. Dann kämen arm bloß zu tun. Aber der Segen, was er versperrt hat, seht, das kämen kann bloß kommen, wenn du ein Mensch bist, wo du in Gemeinschaft mit Gott lebst. Wo du Gott wirklich kennt, wo du Gott wirklich mit arm taub lebst. Und dennoch lesen wir, dass er 300 Jahre lang mit Gott gelebt hat. Noch einmal hier fast 22, nur dem, dort Methuselah geboren wird, hat dennoch noch 300 Jahre in Deihei mit Gott ging. Kannst du dir das vorstellen, so lang anhaltend im Glaubensleben zu bleiben? Er hat nicht nur 100 Jahre abgegeben. Oder wenn jemand von der sich ein Mensch bekehrt, die hat manchmal noch nicht mal 300 Jahre. Und dann sperrt sich so, als wenn das geistliche Leben war, irgendwie war ich es. Was ist passiert? Wo ist dort geblieben? Warum hast du nicht jemand nicht anhaltend gewarst, nicht beständig gewarst, aber dennoch es beständig geblieben für 300 Jahre lang? Lesen wir nicht, dass er nur irgendwie dort einmal ab dem Duhl wie oder irgendwo. Er lebt ein Leben mit Gott. Sitzt du, was für eine Beständigkeit hier wie, was für ein Ernst du mal dahin gewarst sein, muss Gott uns dort auch geben. Vielleicht sagst du, nicht, dass wir so ein leichtes Leben, dass wir von der sind so viele Versegnungen, von der es so viel sind um mich herum. Hast du mal gelesen, wirklich, wo Janne Tiet, wo dort wir? Weißt du, wo dann die Tiet wir? Henoch seine Tiet? Kann ich dir mal ein paar Versen lesen, bloß, dass du ein Kleinbett nicht da kriegst? Das steht kurz im nächsten Kapitel. Für 1. Mose saß, lese ich mal von Farsch Feier vielleicht wieder. Zu der Zeit und auch Luther wären du Nephiliten appiert, die du nun kommen wären von der Sehens, von der Jäter und Frühmenschen.
lang treibieren dort Steuke und Juch angesäune Männer. Der Herr sagt dort dem Menschen, sei er beis, abbeirrt wirn. Und dort ehre Gedanken, bloß den Tiet ewa schlechte Gedanken wirn. Und dem Herrn, der dort leut, dort er hat Menschen abbeirrt gemerkt, am wir dort sei er schuld. Es jene Tiet so viel anders gewesen als unsere. Wir haben wieder Jugendfreizeit von dort geredet, dort den Tag glickt euch im Durchschnitt ein Mensch ungefähr 50.000 bis 70.000 gedankenhaft. Und wenn wir nie von da einen ganz normalen, gottlosen Menschen nehmen, jungen Mann zum Beispiel, oder sagen wir mal 50.000 Gedanken den Tag haft, wo viele von diesen 50.000 Gedanken wurden reine Gedanken sein? Und wo viele wurden schwinsche Gedanken sein? Gottes Wort sagt aber, jene Tiet werden den Menschen die Tiet ihre Gedanken, bloß die Tiet ewa wären schlechte Gedanken. So eine Tiet wie dort. Ziemlich sei aus unserer Tiet, gleich so aus unserer Tiet. Aber Henoch hat besiegte Entscheidung gemerkt, ich will anders leben, ich will ein anderes Leben führen. Ein Leben, was da wirklich Frucht gebracht hat, ein Leben, der Fruchtbarkeit. Hebräer 11, Vers 5 haben wir gelesen. Durch den Glauben wird Henoch von der Erde wahrgenommen, dort er nicht den Tod sah und er wird nicht mehr gefunden, wie es Gott am wahrgenommen hat. Und euer er wahrgenommen wird, hat er das Zeichnis, dass Gott am gefallen hat. Weißt du, warum er läuft, dass Gott am wahrgenommen hat? War er dort steht nicht in der Bibel geschrieben. Das ist bloß mein Gedanke. Kann auch anders sein, aber was echt läuft, dort Gott hat Henoch wahrgenommen, weil es den Menschen doll über Henoch wählen und vielleicht arm hin am Leben hinheran wählen. Dort hat er all in Gefahr wir. Weil sein Leben wir so viel anders als er leben, dort hat er so geäuert, dort hat er so gestiert, dass sie vielleicht arm bloß wollten anbringen. Dort Gott hat gesagt, nee, nicht noch einmal. Nicht noch mal kriegst so was, was die mit Abel gedun haben. Und dort er am wahrgenommen hat, dort er am beschützt hat. Ich weiß nicht, was dort wir, aber anyways, er hat dort Zeichnis bekommen, dass er Gott gefallen hat. Was waren wir, dort die Menschen wurden ab unseren Grab geschrieben? Wollen wir zufrieden sein, wenn sie bloß schrieben, unser Num, dann hier geboren und hier gestorben, so und so viele Jahre gelebt? Und dann starf er. Oder werden wir ein anderes Zeichnis hinterluten? Vielleicht so ein, als Henoch hat. Macht Gott mich und macht Gott die halten und segnen beim Nudenken, du Eva. Amen. Lut uns noch taub zum Schluss ein Leid singen. Diese Stunde aufschlüten. Mit Leid Nummer 313, bitte. 313. Singen wir zwei Versen und dann stehen wir zum Gebet auf. Wollen wir bloß für das Mal Vers 1, 2 und Luther noch den vierten Vers lesen. 313, Vers 1 und 2 bitte. Hand in Hand mit Jesu kann ich sicher gehen. Wird er doch im Leben alles recht versehen. Aber ohne Jesum seufzt mein Herz und klagt. Hand in Hand mit Jesu bin ich unverzagt. Hand in Hand mit dem Herrn. Kann mir nichts geschehen.
brauchen wir nicht abstunden und das Gelegenheit zum Gebet. Wer möchte noch zum Schluss beten? Amen. Amen. Lut uns stumm blieben und noch den letzten Vers singen und damit erst der Gottesdienst dann aufgeschluten. Vers 4. Hand in Hand mit Jesu droben vor dem Thron, mühsam war die Arbeit, Herr,